Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal und der ist auch richtig cool. Damit können wir natürlich hier überall drüber fliegen, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Was haben wir hier? Eine rote Pille. Tears up, jawohl. Nicht, dass das uns irgendwas bringen würde, glaube ich, aber... Ja, mit dem Geist können wir jetzt natürlich eine Menge reißen, würde ich mal sagen. Haben wir jetzt auch noch die Chance erhöht, dass wir Herzen finden. Hab ich ja gesagt schon mal, durch das Child's Heart. Das heißt, wir können uns da schon sowas leisten eigentlich. Ah, die Spinne macht sich selbst tot, auch gut. Dann haben wir hier noch einen Herzcontainer, jawohl. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Child's Heart zu tun hat, ich glaube eher nicht. So, hier bei solchen Räumen können wir jetzt einfach hier... Na, können wir jetzt einfach hier stehen bleiben. Lass ich mich hier echt dumm von so einer Kackspinne treffen. Oh Mann, ey. Ja, wir haben auch eigentlich noch ein Item. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist so eine Lenkrakete quasi. Die steuert man dann mit, wenn man Leertaste drückt, steuert man dann so einen Pfeil, so eine Zielmarkierung auf einen bestimmten Punkt und dann kommt da so eine Lenkrakete runter. Ich finde es persönlich nicht so geil, das Item, aber... deswegen habe ich es auch noch nicht benutzt. Aber man kann es jetzt benutzen. Ist jetzt nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht meins. Na, gehst du weg von mir? So. Mal gucken, ob hier noch ein Secret-Raum ist. Nee. Kein Secret-Raum. Hier drüben vielleicht nochmal gucken. Ach ja, da ist einer. Sehr schön. Oh! Der Ankh! Ja, mit dem Ankh ist das, glaube ich, genauso wie mit dem Pilz. Wir kommen, glaube ich, wieder. Also das ist eigentlich ein Teufels-Item, glaube ich. Wir kommen mit dem Ankh, wenn wir gestorben sind, einfach nochmal neu. Und, ja. Haben dann drei Seelenherzen, soweit ich weiß. Das heißt, wir spawnen mit drei Seelenherzen. Und, ja, keinem normalen Herz mehr. Das heißt, wenn die drei Seelenherzen weg sind, sind wir dann auch endgültig im Matsche. Aber soweit ist es ja noch nicht gekommen. Man sieht es auch, durch den Geist fliegen jetzt unsere Bomben auch durch Felsen durch. Das ist extrem geil. Deswegen habe ich mir das Item auch geholt. Und natürlich, weil wir auch hier über so Abgründe drüber fliegen können. Das ist auch ganz cool. Weil die Bomben, gerade die Felsen, sind nochmal extrem ätzend, wenn man mit dem Dr. Fetus spielt. Weil die ja die Bomben blocken und dann sprengt man sich vielleicht mal selber weg oder was. Da muss man immer ein bisschen gucken. So, wir gehen mal in den Shop rein, mal gucken. Greed. Okay. Bei dem werde ich grundsätzlich eigentlich fast immer getroffen, aber diesmal nicht. Sehr schön. So, wir haben noch unser Seelenherz, unseren Herzcontainer meine ich. Sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht nicht getroffen werden. Wir müssen ja sowieso noch den Bossraum finden, den haben wir ja sowieso noch nicht gefunden. Ah, da ist er schon. So, hier können wir auch über alles drüber fliegen mit dem Geist, das ist auch noch eine nette Nebensache. Hier Bad Gas Pille macht ein bisschen Schaden und Balls of Steel, ne, Telepilz. Gut, hat uns jetzt nichts gebracht. Müssen wir den ganzen Weg nochmal zurücklatschen, aber gut. Ja, dann können wir direkt eigentlich zum Boss gehen. Wir haben alle beiden Zielbeträume aufgedeckt. Wir haben, na, hier ist zwar noch ein Herz, aber das können wir eh nicht benutzen. Den Shop, da war der einer der sieben Todsünden drin. Ja, können wir direkt zum Boss gehen. Wer ist es? The Husk, was war nochmal The Husk? Ach genau, der Lord of Flies quasi. So, sollten wir eigentlich nicht getroffen werden. Dann haben wir unser Herzcontainer auch umgewandelt. Ja, man sieht schon, irgendwie haben wir jetzt regelmäßig auch Teufelsräume. Immer nach jedem Bosskampf so ziemlich. Ja, wir können mal reingehen, gucken. Die Katze, die gibt uns 9 Leben, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn wir dann sterben, kommen wir mit einem Herz wieder. Also, wir haben dann ein Herz nur, das ist natürlich extrem kacke irgendwie. Und, ja, die drei Sechsen, die angeordneten, erhöhen, glaube ich, unseren Schaden. Ja, also die erhöhen, wie gesagt, unseren Schaden. Davon brauchen wir jetzt aber nichts, weil wir haben sowieso nur noch 2 Herzen. Das wäre ziemlich dumm, wenn wir uns jetzt da irgendwann holen würden. Deswegen gehen wir direkt runter. Und wir haben jetzt auch unser drittes Herz jetzt wieder durch diesen Herzcontainer. Ich habe schon mal gesagt, wenn wir da nichts abgezogen bekommen, kriegen wir den dann umgewandelt in ein ganzes Herz. So. Seelenherz haben wir auch noch gekriegt, habe ich gerade gemerkt, vom Bosskampf. Man merkt schon, die Musik wird ein bisschen düsterer. Kommen langsam in die Ebenen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ach, ich bin auch doof. Lass ich mich hier schon von meiner eigenen Bombe, lass ich mich hier wegsprengen, ey.
So. Da ist direkt alle beide Secret-Räume gefunden. Ach du Scheiße, gut. Ja, so einen Raum hatte ich ja schon mal. Da haben wir jetzt unendlich Leben quasi. Na? Ah, das sind echt meine... nicht so gern Gegner. Und die mag ich gar nicht. Die machen bösen Schaden und... ja, man kann sich schlecht ausweichen. Ach, du Scheiße, Mann. Ja, wir haben ja zum Glück diesen einen Raum gefunden, wo wir uns jetzt gleich hier erstmal heilen können. Da gehe ich jetzt auch direkt mal rein. Weil ich habe keinen Bock, dass ich nachher noch in so einen Raum komme, wo ich dann auf einmal tot bin. Durch meine eigene Dummheit. Ich meine, wir haben ja noch zwei Leben, also noch ein Leben quasi. Wenn wir jetzt sterben, haben wir noch ein Leben nochmal mit drei Herzen. Aber so wirklich viel ist das noch nicht. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch ein paar mehr Herzcontainer. Weil, ja. Mit den Herzen werden wir die Mutter nicht besiegen können, glaube ich. So, hier hat man ja gesehen, das sind wieder diese ätzenden Viecher, die machen, ja, die können ihren Kopf so nach vorne strecken, quasi wie so eine Giraffe. Und, ja, wenn wir die auf halbes Leben gehauen haben, dann fliegt der Kopf ab. Dann ist der Unterkörper weg. Und nur noch der Kopf fliegt rum und macht dann halt Schaden, so wie wir von den anderen Viechern kennen. So, hier machen wir mal alles weg. Schaden. Und dann geht's weiter. Zack. Na, man sieht schon, die haben eine ziemliche Reichweite, also man sollte schon aufpassen, dass man da denen nicht zu nahe kommt. The Hermit. Was war nochmal The Hermit? Ich glaube, The Hermit ist ein Gegenstand, also so eine Slotmaschine oder sowas. Ne, The Hermit ist der Shop. Okay. So, hiermit können wir eine Portable Slotmaschine mitnehmen. Das machen wir auch, glaube ich, mal. Weil wir haben ja momentan, sowieso nur dieses Bomben-Item. Brauchen wir sowieso nicht. Ja, dann nehmen wir direkt mit. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Jetzt sind wir natürlich ganz woanders gespawnt hier. Sind wir schon am Bossraum. Wollen wir den schon machen? Wir haben eigentlich beide Secret-Räume aufgedeckt. Wir haben... ja, wir haben eigentlich alles. Also wir haben Leben, wir haben jetzt alle beiden Secret-Räume aufgedeckt. Ich glaube, wenn wir jetzt einen nächsten Raum machen, würde das nicht so viel bringen, weil wir haben noch ein Seelenherz. Das würden wir dann vielleicht verlieren und dann... nee, wir machen den Bosskampf. Nee, wir machen den Bosskampf. Und wir spielen gegen Loki. Loki, Loki, Loki. Ja, Loki hat auch so ein kleines... Dings hier mit. So ein kleines, stacheliges Quadrat. Nennt man halt so eine Stachelfalle. Bringt aber nicht wirklich viel. Man hat es gesehen, das ist ziemlich einfach mit dem, Dr. Fetus Upgrade. Und wir haben Marms Lippenstift. Ja, ich guck gerade, ob man da was erkennen kann. Ja. Man sieht die Löffel auf dem Kopf von Isaac, aber den Lippenstift kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Gut, hier oben ist noch ein Fels. Den machen wir auf jeden Fall noch frei. Zack. Oh, zwei Seelenherzen. Yay. Also man sieht schon, die sollte man immer, immer, immer drauf achten. Und immer darauf achten, dass man die auch kaputt macht dann. Schade, dass man die Herzen nicht mit runternehmen kann. Aber gut, wir gehen mal runter. Und wir sind auch schon ziemlich weit, sehe ich gerade. Wir sind schon in den Tiefen, in den zweiten Tiefen. Jetzt kommen nur noch drei Ebenen, dann sind wir schon, also nur noch zwei Ebenen und dann kommt die letzte Ebene. In der letzten Ebene, hier gibt es einen Trick mit dem Geist. Deswegen habe ich mir den hier geholt. Stellt man sich einfach hier drauf und macht zack. Deswegen, also der Geist finde ich schon ist fast das beste Item in dem Teufelsraum, finde ich persönlich. Weil man kann ja, wie gesagt, durch alles durchschießen, man kann über alles drüber laufen. Man kann sich auch in so Felsen verstecken. Gerade bei solchen Räumen. Oder auch nachher, wenn es Richtung Räume geht, wo man echt ein Herz verliert pro Schaden. Das heißt, jedes Mal, wenn die uns treffen, verlieren wir dann ein ganzes Herz. Und das ist echt extrem nervig. Deswegen ist das da echt schon ziemlich gut, wenn man... ja, wenn man sich überall verstecken kann. Und über jede Schlucht springen kann, durch jeden Felsen schießen kann, ist das schon ganz praktisch. Viecher sind auch ziemlich nervig. Aber wir können ja durch alles durchschießen. So, Secret Raum haben wir noch nicht entdeckt. Hier vielleicht. Nee. So, der hat jetzt erstmal so ein Seelenherz fallen lassen. Ein Seelenherz haben wir auch genug, würde ich mal behaupten. So, da ist wieder ein andersfarbiger Stein. Zack, noch ein Seelenherz. Also, das Child's Heart, würde ich mal sagen, das bringt es ja wohl übelst. Also, das ist ja wohl mal ein richtig cooles Item. Muss ich ja mal echt sagen.
hier die Gehängten, die machen eigentlich nicht wirklich viel. Die laufen halt rum und machen so einen Dreierschuss. Wenn sie sterben, lassen sie so eine Fliege fallen. Das ist jetzt nicht wirklich die Wucht. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal noch ein paar mehr Räume. Oh nein, das war keine gute Idee, glaube ich. Nein, das war keine gute Idee. Ja, die Grünen, da muss man schon von vornherein aufpassen, weil die machen von vornherein immer einen Schaden. Diese grünen Kugeln. Da muss man echt aufpassen. Ne, wir gehen jetzt, glaube ich, direkt zum Bossraum. Weil wir haben jetzt momentan ziemlich viele Seelenherzen. Wir könnten eigentlich noch mal im Shop vorbeischauen, aber... Ne, komm, wir schauen noch mal im Shop vorbei. Was soll's. Ach, komm schon. Diese scheiß Fliege hat mich jetzt erstmal getrollt. Komm schon. Ist natürlich auch immer cool, wenn man mit Dr. Fetus eine Reichweite hat. Das heißt, wenn man da, ja, Münzen, das brauche ich natürlich. Ich hätte jetzt natürlich viel lieber einen Shop gehabt, aber naja. Und wir haben 50% Sale-Off. Steam Sale quasi. Heißt das Item. Das heißt, wir kriegen 50% Rabatt auf jedes Item, was wir im Shop finden. Das betrifft auch die nächsten Shops. Das heißt, nicht nur die Shops in der Ebene jetzt hier, wäre auch Käse, sondern einfach alle Shops. Ne, noch weiter gehe ich jetzt hier nicht. Ich will nicht alle meine Seelenherzen verlieren. Wir werden jetzt einfach zum Boss gehen. Und dann mal gucken, was wir da so reißen können. Wir haben ja immer noch unsere Slot-Maschine, das heißt, selbst wenn wir mal runterfallen sollten, auf wenig Leben. Ach, jetzt kommt die Mutter, okay. Ja, die Mutter haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Aber bei der Hand sollte man auch extrem aufpassen. Ich bin ja gerade ein wenig konzentriert. Man sieht schon, deswegen rede ich jetzt gerade ein bisschen wenig. Ja.